So, guten Morgen allerseits, wieder ein neuer Tag. Ich habe lange geschlafen, weil draußen regnet es. Es ist 9 Grad draußen, drinnen habe ich geheizt mit der Klima. Ich habe jetzt 20, aber jetzt fahre ich mal los im Regen halt und ja, mach die Heizung an. Und für das muss ich hier den Kugelhahn wieder öffnen, denn beim Wärmetauscher, denn ich habe ja schon auf Sommer umgestellt. Wir fahren jetzt bei Regen auf der 866 Straße ein Weilchen da durch die Berge. Ja, während ich hier runterfahre, lädt es wieder meine Batterien mit 3300 Watt. Das ist wirklich viel. Also die ganze Energie kommt wieder rein. Gebaut, herrlich zum Fahren. Oh, wunderschönes Dörfchen, wo ich jetzt da durchfahre. Ja, das Dorf heißt Chiroccalada, voll touristisch ausgelegt, wie man sieht. Ja, haben wir gleich einen Halt gemacht. Wunderschöne Häuser, wie ein bisschen in der Schweiz, im Wallis oder Bündnerland. Ja, und das ist eine Kirche, die berühmte Kirche, die keiner kennt. Und da raucht es aus dem Kamin, das heißt, die haben gerade den Papst gewählt. Gratuliere! Ja, die Straße, die hält ewig. Weil jetzt schauen wir mal hinter die Kulisse in diesem Dorf. Ja, das Haus ist ziemlich baufällig, aber trotzdem schön. Also wunderschöne Häuser, muss ich sagen. Scheiße, jetzt hat es mir wieder einen Stoßdämpfer abgerissen, wie beim alten Vario, genau dasselbe. Vermutlich die Schraube wieder abgebrochen, ist das eine Scheiße. Ja, einfach nur mal zu zeigen, dass ich gar nicht so stark bin, wie die meisten denken. Ich mache vielleicht diesen Anschein, aber dass mir jetzt der Stoßdämpfer abgerissen ist, die Schraube gebrochen ist, das haut bei mir in der Psyche so extrem ein, dass ich innerlich unruhig werde und völlig nervös bin. Dabei ist es so eine kleine Sache, gar nicht schlimm. Das weiß ich im Verstand, aber meine Psyche, die funktioniert einfach anders, weil ich leide ja an Depressionen und nicht einfach so reise ich umher, sondern eben, weil das mir einfach gut tut. Einfach, dass ihr diese Seite auch mal gehört habt von mir. Ich bin gar nicht so der starke Kerl, im Gegenteil, ich bin eher ja, empfindlich, sensibel und ja, okay. Gut, ich bin jetzt gleich weitergefahren und hab den Stoßdämpfer natürlich hochgebunden und jetzt muss ich halt ein Weilchen ohne rumfahren. Ja, wir fahren jetzt weiter da, diese wunderschöne Berglandschaft. Felsen, die da rausgucken, ich fahre einfach links. Zum Glück gibt es hier kaum Verkehr, da bin ich froh. Und von daher, ich fahre auch sehr, sehr langsam. 40 Stundenkilometer und so, das reicht. Ich will ja nicht noch was herausfordern, weil ich bin eben immer noch innerlich unruhig und dann gehe ich die Sache langsam an. So, wir haben die 866 verlassen, links abgebogen auf die 197. Und jetzt geht es da wieder hoch auf unser nächstes Ziel, noch genau 20 Kilometer. Ja, überall sind Fischzuchten zu sehen, da rechts unten, man sieht es leider nicht, aber das ganze Tal gab es immer wieder Fischzuchten. Ja, und jetzt fahren wir mal in eine Galerie, das ist die erste in der Schweiz, hat es ja massenweise von denen, alles ist gesichert. So, jetzt sind wir in Tessel angekommen, Tessel. Aber wir fahren nur durch.
Was will der? Was verkaufen? Ja, der wollte mir die Fahrt da hoch verkaufen. Ein Junge hat gesagt, ich sei zu hoch, ich werde da crashen. Ich sei zu hoch, aber sehen wir es dann. Also da komme ich sicher durch. Und ich habe ja Dachkameras. Ja, wunderbare Strecke, sehr eng. Aber guckt euch das an. Herrlich. Da ist ein Kraftwerk. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Da geht es richtig nach hinten. Also da ist verdammt eng, aber zum Glück habe ich da oben eine Kamera, dass ich es einigermaßen sehen kann, aber ich muss verdammt aufpassen. Ich hoffe, das ist die letzte Passage. So, das erste Stück geschafft, Mann, bin ich nervös, denkt ja nicht, ich hätte Nerven wie Stahl, nein, im Gegenteil, ich bin, ja, mir zittern die Knie. Ja, noch 6 Kilometer bis zum Ziel. Ich hoffe, das war die engste Passage. Das kostet echt Nerven. Hier eine Höhle. Oh je, da kommt wieder eine Stelle. Sehr eng. So, ich habe angehalten und bin nochmal zurück. Und ich schaue mir das zuerst an, bevor ich mich da rein verkante. Und zwar die Stelle da. Die ist scheiße. Zu weit rechts kann das Zeug brechen. Zu weit links schlitze ich mir das Wohnmobil auf. Ja, super. Ja, alleine wird das glaube ich nichts. Ich habe mich entschlossen, das Wohnmobil abzustellen mit dem Bike weiter, weil das ist mir zu riskant. Wenn jemand da wäre, der gucken könnte, mir den Abstand angeben, dann ist es was anderes, aber ich muss ja das Glück nicht rausbohren, für das habe ich meine Bikes. Ja, eben diese Stelle, die war eigentlich die prekäre und bis jetzt geht es wieder, aber es ist wunderschön, auch so. Da oben seht ihr das Ziel, so ein Teil, wo da aus dem oben über den Felsen ragt, ein Geländer. Uiuiui, da habe ich dann Höhenangst, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, bis jetzt, ja, war es manchmal auch eng, aber nicht so eng. Aber wunderschön hier. Oh, jetzt aber du, uiuiui, ob ich da durchgekommen wäre. Ich sehe es jetzt dann. So, jetzt geht es da hoch. Denke ich mal. Ja, jetzt kommen wir zu der Stelle. Yeah. Ich glaube, da wäre Feierabend. Das wäre zu viel des Guten. Nee, du. Da muss einer den Kopf aus dem Dach strecken. Und die Zentimeter immer durchgeben, aber ja, muss nicht sein. Also, habe ich ein Rad. Ja, es ist eigentlich schon 3 Uhr, ein bisschen spät, aber es ist ja nicht allzu weit. Mit dabei habe ich Regenjacke, Regenhose, ein bisschen was zu essen, auch für die Hunde und ja, etwas zu trinken und das war's. So, die erste Etappe ist geschafft und weil ich spät dran bin, fährt fast niemand mehr hoch. So, und jetzt geht hier ein Weg hoch. Es ging gerade sehr steil durch Sand, aber das Bike ist ja da kein Problem. Es geht also sehr steil hoch.
Und da oben seht ihr den Weg rechts am Hang entlang. Ich hoffe, ich komme überall durch mit dem Bike. Ja, ich kann euch sagen, E-Bike, hin und her, aber man braucht Energie. Ich habe den falschen Weg genommen, bin einen Wanderweg, dann hoch und musste über 600 Meter hochstoßen mit einem leichten Schiebebetrieb über Stock und Stein. Das war sehr anstrengend. Dabei gibt es eine Piste. Ihr seht, es gibt eine Piste und die Jeeps fahren da die Touristen hoch. Aber jetzt kommt keine mehr. Ist wohl alles geschlossen. Aber ich fahre jetzt mal hoch und dann schaue ich. So, ich habe es geschafft. Der letzte Teil ist extrem. Also auch mit deinem Jeep. Geht nur mit Untersetzung. Also für alle Offroad-Freaks, die Jeeps haben. Oder die Mutigen mit Vario und kleiner Höhe. Die sollen hier hoch. Das ist geil. Aber sehr extrem. Ich zeige es am Schluss. So, und das ist eigentlich das Ziel da, diese Plattform, wo man Höhenangst kriegt, ich auf jeden Fall. Die wunderbare Aussicht. Oh, там во вдясно видите на село Борино. From there on the right you see the village of Borino. So, ihr habt es gehört, das war ein Tourguide, der fährt Tourist mit dem Jeep hoch. Und der hat mir jetzt da alles erklärt, wo, was, wie und so. Wirklich nett. Also da hinten ist die griechische Grenze, da beim großen Berg. Und da hinten gibt es eine steile Felswand, 200 Meter geht die tief und die heißt Devil's Throat. Ja, und da gibt es da hinten noch mehr solche Aussichtsplattformen. Das ist irgendwie mit Wolf etwas. Oh, gerade zu spät. Einer stand auf dem Felsen. Uiuiuiui, das geht dann runter. Ja, sind die mutig, hä? Ich hätte weiche Knie, du. Beide waren da. So. Das ist das Ziel des heutigen Tages und ich habe es geschafft. Und ich muss euch sagen, das kostet mich Überwindung, weil ich habe Höhenangst. Da rauf zu steigen. Oh, das geht runter. Also ich habe weiche Knie. Aber es wird ja wohl halten. Aber wenn man Höhenangst hat, ist das eine ziemliche Herausforderung. Oh Gott. Okay. Es darf ja niemand kommen hinten. So sieht das aus. Oh, ich habe weiche Knie, muss ich ehrlich sagen. Ja, und von der Straße sind wir gekommen. Und da geht es so steil runter. Gut, ich gehe wieder zurück. Ach du Scheiße, du. Ach, zu viel Nerven heute. Das mit den Steinen schon. So, das da hinter mir ist die Strecke, wo da die Jeeps hochfahren. Wahnsinn. Es sind drei Stücke jetzt oben. Jetzt warte ich, vielleicht kommt ja noch einer. Oder einer fährt runter. So, jetzt kommt einer hoch. Natürlich Untersetzung. Der ist höher gelegt, man sieht, hä? Also ich würde da mit dem Bari auch hochkommen, aber ja, das tue ich dem nicht an. Ich würde aber nicht diese Spur wählen. So, geschafft. Das Schlimme ist hinter Ihnen. Geil.
So, jetzt bin ich mit dem Bike runter. Mit dem Bike ist das natürlich ein Klacks. Das geht ganz einfach, sogar viel schneller. Und die zwei haben Durst und baden gleich noch. Schade, er geht nicht durch die Pfütze. Er ist schon halb im Wasser. Oh, da muss ich durch. Oh je. Jetzt ist mir noch der Handy runtergefallen. Display kaputt, super. Also für echte Offroad-Fans ist das wirklich... das sollte man machen. Vor allem wenn man einen Jeep hat, das ist Wahnsinn. Alles sieht so aus jetzt, schon seit 10 Minuten bin ich da am Runterfahren. Also wenn ich so einen Job hätte, dann würde ich auch noch arbeiten, jeden Tag da hochfahren. Es ist zwar ein bisschen rüttelige Angelegenheit, aber ja, irgendwann kennt man jede Stelle. Geil. Muss ich aufpassen, dass es mir nicht auf die Schnauze hält. Hier ist es extrem steil. Also auch für Mountainbiker extrem empfehlenswert, diese Strecke. Also da oben waren wir und den Weg, da bin ich hoch, man sieht ihn ganz wenig. Alles gestoßen, dabei hätte ich eben hier durch können. Jetzt warten wir auf den nächsten Jeep. So, wir haben Glück, da kommt der nächste. Und zwar von der steilen Piste runter. Den sehen wir ruhig zu uns an. Geil. Ja, das ist für Offroad-Freaks, muss ich sagen, da müsst ihr hoch. Angie! Geiler Job! So, das war's. Guck mal, wie die Engine schmutzig ist und die Eiler. Das war ein Riesensumpf. So, die ist schnell im Bach runter. Durst. Als Abschluss nochmal die Galerie. Hier müsste man unten durchpassen. Das könnte reichen. Aber hier, da reicht es nicht mehr für mich. Aber ich habe gesehen, da kommen auch solche, die sind etwa 2,90 hoch, für die geht es sicher. Ja, müsst probieren, vielleicht geht es sogar noch 3,20, aber ja, schon sicher. Also ich würde sagen, das ist eins der Highlights gewesen von Bulgarien. Da muss man einfach mal durch. Nicht unbedingt die Aussichtsplattform, aber die ganze Piste da hoch zwischen diesen
Felswänden. Einfach geil. So, und da ist mein geliebtes Wohnmobil. Es ist noch ganz herrlich. So, wir müssen da wieder zurück. Aber ich bin ja auch reingekommen. Sieht das geil aus? Ihr seht hier, oh, ja, also hier hat es genügend Platz. So, ich gehe wieder mal auswärts essen und ich habe eine wunderbare Aussicht. Ich kann auch hier oben schlafen, ist eine 4x4 Piste zum Hochkommen, aber ich habe es geschafft. Ja, und das ist meine Aussicht. Ja, und da muss man die Piste hochkommen. So, und da oben darf ich stehen. Das ist mein Schlafplatz, neu errichtet und schön gerade. Ich bin todmüde. Pah, war das wieder ein Tag, du. Voller Abenteuer, viel erlebt, viel überlebt, wenn man so will. Ja, super. Also, unten schreibe ich dann hin, wo das ist, wie ihr das findet. Okay, super, wart ihr dabei und danke. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.